Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play von Dune 2000. Und ja, Freunde, ich würde sagen, ich mache hier direkt weiter. Ich habe hier gerade eben aufgehört und in dieser Mission geht es zum ersten Mal gegen die Hakonnen. Genau. Und ja, bevor wir sie weiter rumlabern, würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Die Ordos flohen aus dem Tuono-Becken wie aufgescheuchte kleine Sandforellen. Genauso hatten wir es auch erwartet. Wir fanden Wurmhaken in der Nähe von Tuono und Spuren, die bis hinauf in die Berge führen. Es sind die Fremen-Commander, möglicherweise Tausende. Der Herzog möchte sie unbedingt als Verbündete gewinnen. Der Baron möchte sie umbringen. Die Hakonnen haben eine Fremen-Basis in der Nähe der Berge abgeriegelt. Durchbrecht die Reihen der Hakonnen und sichert die Fremen-Basis, wenn ihr sie findet, aber seid vorsichtig. Die Fremen sind nicht unsere Verbündeten. Noch nicht. Okay. Also in dieser Mission kriegen wir das erstmal mit den Fremen zu tun. Das finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Also ganz cool eigentlich, ja? Und ich glaube, in dieser Mission, da beschützen sie den Siege. Keine Ahnung, was das heißt. Der Fremen. Vernichten sie die Hakonnen. Viel Glück. Ja, jetzt geht's zum ersten Mal zum Hakonnen-Klatschen, würde ich sagen. Und jetzt. Ah, schaut mal. Wir haben jetzt hier den MBF, das mobile Baufahrzeug. Das gab es ja auch bei Command & Conquer damals, ne? Der ist quasi mobiler Bauhof. Cool. Was gibt's hier noch? Pioniere. Ah, das sind Voraussetzung verbesserte Kaserne. Das sind quasi wie die Invasoren, also die können Gebäude einnehmen. Das ist auch sehr interessant. Ah, wir haben die Panzer. Wir haben die Panzer. Sehr schön. Die sind auch gar nicht mal langsam. 40 km/h, der ganz stinknormale Kampfpanzer. Sehr geil, das heißt, wir können jetzt die schwere Waffenfabrik bauen. Yes! Verdammt geil, ja, hier, schwere Waffenfabrik. So, da haben wir sie endlich. So sieht's aus. Ah, und jetzt kriegen wir schon. Meine Güte, kriegen wir viele Gebäude schon jetzt hier. Jetzt haben wir ja schon die Werkstatt. Ich glaube, Werkstatt ist klar, ne? Einheiten reparieren. Und ja, Freunde, würde ich sagen. Legen wir einfach mal los. Friedensstützpunkt im Südosten, okay. Allerdings, Freunde, ich habe in meinen anderen Aufnahmen noch festgestellt, dass das Ganze hier noch ein bisschen zu laut ist. Einen Moment. Ich probiere das mal ein bisschen. Geht das so? So sollte es besser gehen, ja. So, das war nämlich ein bisschen laut, die Mucke und der Sound. Und deswegen, ja, Speicher unter Mission 4. Spiel gespannt. Und dann würde ich sagen, geht's dann direkt mal los hier. So. Was zur. Ist das jetzt deren Ernst? Moment mal, ich guck mal gerade erstmal. Hier soll ich meine Basis aufbauen. Bestätigt, Ende. Das können die nicht ernst meinen. Für den Herzog. Was soll das? Das kann doch nicht sein. Ah, Moment. Es kann sein, dass sie es so gemeint haben. Weil sonst würden die das MBF nicht einführen. Das würde irgendwie keinen Sinn machen. Ich kann mir das nur so denken, dass wir hier einen Vorposten aufbauen. Was machst du denn? Okay. Guck mal, die Kampfpanzer, die sind fast so schnell wie ein Trike. Schaut mal. Die Kampfpanzer sind auch nicht langsam, muss ich sagen. So, dann würde ich sagen, erkunde mal ein bisschen. Ja, dann ist das hier nur ein Außenposten. Und wenn wir dann nach Südosten gehen später, dann werden wir wahrscheinlich einen MBF kriegen und da eine Basis aufbauen. Ich denke mal, so wird das ablaufen. So, dann fahren wir dahin bitte. Kommt hier unten jetzt gleich die Raffinerie hin. So. Oh, da ist ein Hakon-Trike. Okay, dann komm mal her. Komm her. So. Ah, ne, der verpisst sich wieder. Ah, Feigling. Ne, der steht da oben, okay. Dann würde ich sagen, Kampfpanzer, zeigt mal, was ihr drauf habt. Konstruktion bereit. Wir haben jetzt nämlich, die ersten Kampfpanzer. So, da sind sie. Macht den kaputt. Da, ah, schaut euch das an. Da ist so ein Trike mal eben mit drei Schüssen weg. Schon krass, ja. Ja, Panzer, Panzer. Die sind die effektivste Waffe. In so ziemlich allen Strategiespielen. So, wir sind. Oha. Sind wir oben? Ah, wir sind oben in der Ecke. Aha, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, Freunde, fahre ich erstmal da hoch. Und
Ja, schau mal, was da so gebacken ist, ne? Raffinerie ist gleich fertig. Ja, nicht wundern, wenn ich ab und zu mal noch ein bisschen aufstoßen muss. Ich habe im Moment so ein leichtes Kratzen im Hals. Und deshalb kann es sein, dass meine letzte Aufnahme und diese Aufnahme meine Stimme ein bisschen leiser ist. Aber ich hoffe, da könnt ihr drüber wegsehen. Weil... Nö, ich hoffe es einfach. Nichts, weil... So. Oh, das ist ein Hakon-Minikin, okay. Dann fahren wir da hoch, bitte. So, dann die Raffinerie. Zack. Oh, ich kann die schon bauen, die schwere Waffenfabrik. Sehr gut. Soll ich das machen? Soll ich hier, muss ich hier jetzt ernsthaft meine ganze Basis aufbauen? Das wäre nicht so doll. So. Das wäre schon ein bisschen wenig Platz, ja. So, dann macht mal noch eine Energie, bitte. Ja, noch ein Kraftwerk, bitte. Beziehungsweise eine Windfalle, wie das sich hier nennt. Jawohl, Sir. Weil hier auf Dion wird ja Energie aus Wind gewonnen, ne? Deswegen Windfalle. Verstärkungen sind eingetroffen. Aha. Und wo? Jawohl, Sir. Da. Da sind Verstärkungen. Okay. Kommt jetzt mein Bauhof? Oh, noch mehr Panzer. Geil. Cool. Ah, da kommt schon denn der erste feindliche Panzer. Aha. Was versuchst du da? Kollege. Wird gebaut. Ich werde jetzt... Guck mal, wie viele Einheiten ich habe. Ich werde jetzt erstmal keine Einheiten bauen. Ich werde erstmal noch eine zweite Raffinerie bauen. Die Einheiten, die kann man später noch machen. Und Betonmauern... Ja... habe ich den Command & Conquer auch nie benutzt. Fast nie. Außer mit den Tesla-Spulen. Aber das war ja auch eine Taktik. Ne? So, dann machen wir die nächste Raffinerie, bitte. Und da kann ich nämlich auch... Ab dieser Mission können wir auch manuell Sammler bauen. Ja. Und das ist sehr gut, ja. So, dann werde ich das Ganze jetzt einmal speichern. Wie gesagt, ich muss öfter speichern. Ich habe jetzt auch den Aufnahmemodus vom Leule mal wieder umgestellt. Okay, da ballert irgendein Panzer. Naja, egal. Das macht mich total kirre, wenn die wieder irgendwo drauf schießen, was ich nicht. Jawohl, Sir. Ihre Befehle, Sir? Anführer der Fremden. Für den Herzog. Mhm. Südosten. Ihre Befehle, Sir? Okay, jawohl, Sir. Dann fahrt mal alle mal dahin. Aha. Ja, dann, dann. Ist hier ein indirekter Counter drin, oder was ist los? Aha. Da ist der erste. Da ist der Wurm, okay? Da ist ein Wurm. Okay, da macht den mal kaputt. Macht den schneller kaputt, weil da kommt ein scheiß Wurm. So. Alles klar, der Panzer ist weg. So. Mach ich hier noch eine Energie gleich hin? Ja, das hier ist echt nur so ein Vorposten. Also ich glaube nicht, dass ich da... Ach, hier! Ach, hier unten! Ah, okay, ich verstehe schon. Also fahrt da runter. Fahrt da runter und helft denen. Das sind Fremen, Freunde. Das sind sehr, sehr, sehr mächtige Manneken. Sehr, sehr mächtige Manneken. So, dann... Wer schießt denn da schon wieder? Ach, verdammt. So, hier ist was Hakoniges, okay. So, fahr die mal platt. Seht ihr, die Panzer können Einheiten platt fahren. Jetzt haben wir auch die ersten Plattfahreinheiten. Alles klar. Ja, dann mach das mal kaputt. So, Fremen. Alles klar. Basch. Die Explosionen sind so geil hier. So, fahrt ihr mal platt. Zack. Weg damit. Hä? Ist hier eine Hakon-Basis? Okay. Ja, ihr schafft das schon, oder? So. Ja, geht schon. So. Macht den Kampfpanzer im Arsch. So. Ach, der hat da oben einen Turm. Alles klar. Ja, hier sehen wir mal die ersten Türme. Türme habe ich zum Beispiel noch nicht. Das ist halt auch hier wieder unfair, ne? Ja, natürlich, jetzt kriegt er Verstärkung. Auch hier oben, okay. Das ist dann die Verteidigung für da. Ja. Okay, gut, Freunde. Der ist fast kaputt. Geiler Sound. Ah, korrekt. Drei Panzer. Cool. So, dann macht ihr mal im Arsch hier. Den Turm, ja.
Was? Wo? Okay. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Dann fahrt ihr mal bitte auf die Manneken. Fahr auf die Manneken. Und hier auch drüber. So. Fahr die Blatt. Oh, Gott sei Dank. So, weg mit dem Panzer. So. Und hier auch. Holy shit, das geht ja schon ganz schön ab hier. Ja, vierte Mission. Keine Übungsmission mehr hier. Jetzt wird es schon ein bisschen härter, ja. So, hier sind die Fremen, alles klar. So, was ist das hier? Ah, das ist ein Siege, okay. Das ist so eine Fremenhöhle anscheinend. So, dann machen wir die Raffinerie hier platt. Geht sau schnell platt. Batsch. Ja. Ich liebe diese Batsch-Sound. So, mach das mal kaputt. Hier ist direkt ein Hakonnen-Stützpunkt, krass. Oh, hier oben haben wir Eis, okay. Basch, ja. So, Freunde, fahr die platt. Sehr schön. Ja, Panzer. Jetzt werde ich auch definitiv nur Panzer bauen. Und die großen, Batsch. Weil die kleinen Panzer, die brauche ich nicht. Nee. Die bringen nicht so viel. Dann fahr den mal platt. So. Haben die auch so eine, eigentlich so eine nervige Ausweichstrategie wie bei Command & Conquer? Weiß ich gerade gar nicht. Egal, mach jetzt erstmal die Basis hier dran. Batsch. So. Batsch. Die Explosion ist so geil. Was? Oh ne, okay. Ich dachte schon, es wäre mein Sammler gewesen. Oh, scheiße. Stimmt. Voll vergessen. Danke, dass du Bescheid gesagt hast. So, fahr den kaputt. So. Dann werde ich die mal bauen. Ja, ganz wichtig hier, die Bus. Keine Ressourcen verballern hier, ne. Alter, was? So, weg damit. Weg mit der ganzen Energie da, ja. Anführer der Fremen. Moment, ich kann hier doch ein Radar hinbauen. Ich Vollidiot, ich baue mal ein Radar hier hin, ja. Aha, da. Da oben kriegt er Verstärkung, der Penner. 5 Manneken. Okay. 5 Raketen Manneken noch. Oh Mann, meine Panzer sind alle so gut wie im Arsch. Fahr die platt. Ja, lauf rein, das ist immer gut. Wenn die reinlaufen. So, zack, weg damit. Oh Gott, nicht. Ja. Da seht ihr mal, wie schnell die. Da kommen noch mehr. Oh Mann, okay. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, baue ich jetzt hier noch den Radar hin. Das kann. Ja, das wird nichts. Okay. Muss ich doch hier alles aufbauen, oder was? Okay, fahrt die Manneken einfach. Oh Gott. Okay, drauf da einfach. Schwächt ihn noch so gut an, wie es geht. Weil den Rest können die Fremen selber machen, glaube ich. Ah, die haben es sogar geschafft. Geil. Konstruktion bereit. Ja, dann. Muss ich da hinfahren? Moment, ich fahr mal dahin. Ich muss gucken, wann ich denn den MBF kriege. Oh Mann, Kaserne muss ich auch noch bauen. Hallo Fremen. Na, wie geht's euch? So. Da kommen noch mehr Verstärkung. Hier ist doch kein. Oh, scheiße. Oh, fuck. Das kann jetzt knapp werden. Das kann jetzt knapp werden. Fahr die platt. Ja. Und drauf da. Ja, das reicht noch. Okay. Alles klar. Gut, dann bau schnell die Kaserne auf. Ha, hier. Ja, gut. Wie muss ich das denn jetzt genau machen? Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Hakonnen-Blockade durchbrechen. Okay. Damit sie durchbrechen und dem Fremen helfen können. Vernichten sie die Hakonnen. Also, ich muss anscheinend tatsächlich hier alles aufbauen. Und auf diesem kleinen Zipfel. Mann, das ist doch kacke. Das ist jetzt blöd. Ja, ich weiß, dass ich Silos brauche. So.
so. Ja, dann. Dann bau halt den Radar, so. Oh, shit. Oh, zwei auf einmal. Oh, Mann. Ja, gut. Oh Gott, das kann jetzt. Das wird lustig jetzt, ja. Da sind die Frame, alles klar. Oh Mann. Muss ich ernsthaft. Ja. Ja, das ist so. Ich habe nur so wenig Platz hier. Konstruktion bereit. So. Ich habe hier keinen Platz für eine große Waffenfabrik. Verdammt nochmal. Wird gebaut. Keine Ahnung, ja. Für eine Werkstatt habe ich hier auch keinen Platz. Ja, toll. Kann ich nur eine kleine Waffenfabrik bauen. Konstruktion bereit. Moment. Ich habe da. Shit. Verkauf die eine. Die eine Raffinerie hier. Sehen wir. Wie stylisch das aussieht mit dem verkauften Gebäude. So, bau das Ding. Ja, ich weiß. Ah, ich habe eine andere Idee. Wenn ich eine Werkstatt habe, kann ich doch ein MBF bauen. So, das ist der Wurm, ne? Ja. Du kannst ruhig den Sammler fressen, ist kein Problem. Ja, ja, ich hab jetzt gecheckt, was man hier machen muss. Ja, ja. So, der hat hier einen Männchen, aber das ist egal. Einen Angriff überstehen die noch, denke ich mal. So, dann bau doch mal schneller das Ding, ey. Upgrade. Ja, komm. Wird ausgebaut. Was soll der Geiz? Machen wir es einfach mal so. Ja, Sir. So. Ja, jetzt sind wir ganz offiziell im Spiel angekommen. Schon cool, ja. Schon cool. So. Oh, die braucht Ewigkeiten, diese Waffenfabrik, ey. Die braucht ewig. Ah, jetzt haben wir hier auch den Pionier. Aber das. Nee. Nee, die zeige ich euch in der nächsten Mission, die Pioniere. Wie die Gebäude einnehmen können und so. So. Da haben wir jetzt erstmal den Panzer. So, bau direkt Panzer. Panzer. So. Ich liebe einfach Panzer in Strategiespielen. Das ist einfach. Ja. Das Beste. So, die lassen uns jetzt aber so ziemlich in Ruhe, kann das sein? Ich kann immer noch keine Werkstatt bauen. Was soll das denn? Verdammt, ey. Wie soll ich das jetzt machen? Egal, bau einfach Panzer. Und mehr Panzer. So. Da ist der Wurm. Was macht der denn da? Der bleibt ja die ganze Zeit da, ja. Der bleibt die ganze Zeit hier in der Ecke. Okay. Kann er gerne machen, ich meine. Was hab ich denn jetzt gemacht? Oh Gott, ich Vollidiot. Warum habe ich denn jetzt einen zweiten Radar gebaut? Was brauche ich denn noch? Hier, die kleine, ja. Kleine Waffe. Oh, da habe ich eine zweite Radarzentrale gebaut. Ich bin aber auch ein Idiot. Verdammt. Naja, komm. So, Panzer. Weitere Panzer. Jetzt haben wir wieder vier Panzer. Fünf Manneken. Die fünf Männchen können schon mal hier hingehen und ein bisschen Stress machen. So. Weil die Panzer brauche ich jetzt zum Verteidigen gleich. Ich habe immer noch keine Werkstatt, ne? Warum eigentlich nicht? Vielleicht wenn ich das hier ausbaue? Keine Ahnung. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal den Sammler bauen. Das ist schon mal ganz gut, ja. Also selber bauen. Ja. So, der nimmt nach wie vor auf, glaube ich, oder? Ich gucke noch mal so nebenbei. Ein Moment, ich glaube. Ah, doch, ja, alles klar. So, dann mach die kaputt. So. Oh, oh, speichern. Speichern nicht vergessen, Freunde. Bevor das wieder abschmiert. So. Da hat er noch einen mitgenommen, der Sack. So. Die Werkstatt, was braucht die nochmal? Ich habe das nicht so genau gelesen eben. Ah, da ist sie. Sehr gut. Na toll. Ah ne, Betonplatten. Der. Um Gottes Willen, was ist das denn hier? Fahr die Manneken platt, komm. Fahr da drüber. Sehr gut. So, dann
Das schafft ihr. Sehr schön. Bau weitere Panzer einfach. So. Ah, weg damit. So, da geht das Geld auch flöten, ja. So. Wie viel Energie? 113, ja, ich brauche neue Energie gleich. So. Da kommt die Werkstatt hin und dann kann ich, glaube ich, den Bauhof bauen. Aber wozu? Das hat doch noch so gerade gepasst, mit dem Platz, ey. Richtige Mini-Basis hier. Ja, schade. Na gut, was willst du machen? Moment, es kann sein, dass... Die Energie geht hier. Die Energie geht gleich weg. Da seht ihr auch mal hier diesen Durchgang. Hier, dieser Durchgang, da können nur Manneken durch. Sieht man auch an dem Grauen. Da können zum Beispiel Manneken drauf, aber Panzer nicht. So cool, auf jeden Fall, ja. So, weitere Panzer. So. Ja, da kriegst du schon ordentlich Verstärkung hier. Da! Da ist das Bauhof. Da ist der Bauhof. MBF. Konstruktion bereit. Was zur... Ach, das ist ein Turm! Okay. Gar nicht gesehen, ey. Na, dann probiert den mal ein bisschen zu schwächen. So. Dann bau die Energie. Na, wir können jetzt hier, könnten jetzt hier einen Brauhof bauen, aber wozu? Ich meine, wir können hier jetzt die Panzer bauen und, ja, das ist, das, also die Manneken hier bringen nicht so viel. So, dann verkauf das mal bitte. So, okay. Dann hier. Und dann noch einmal die Silos. So, dann stell die Panzer einfach mal hier ab. Ich trau mich jetzt einfach mal was. Und dann baue ich die Silos da unten hin. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft mit dem Mini-Platz hier. So. Ja. Dass sie sich aufteilen, ist jetzt nicht so gut. Da ist auch ein Wurm. Das ist jetzt blöd. Aber ist egal. Sammelt euch mal da, weil da ist der blöde Wurm. So. Seht ihr das? Der Trike hat keine Chance gegen die Panzer. Buff. Geile Explosion. So. So. Zwei Panzer gegen einen Turm, das passt ja wohl, oder? Ja, das reicht. Oder? Habe ich dir jetzt in den Tod geschickt? Oh nö! Oh. Pennerturm! Scheiße! Okay, das reicht nicht mit zwei Panzern. Krass, das war bei Command & Conquer anders. Naja, aber ich muss mich mal ein bisschen von Command & Conquer lösen hier. Das hier ist nicht Command & Conquer. Na, da kriegt er nämlich wieder Verstärkung. Seht ihr? Immer wenn ich hier bin, kriegt er Verstärkung. So, er macht den scheiß Turm im Arsch. Verdammt gut befestigt, muss man sagen. Batsch! Ja, da krieg ich immer diese Raketen-Männigen. Das ist doch scheiße, ey. So, dann schießen wir auf den Panzer drauf, damit der abgelenkt wird. So, und überfahr die Männigen. Zack, weg damit. So. Und ab auf den Panzer. So. Weitere Panzer bauen. So, okay, ich glaube dann... Ja, ist ja gut. Ich brauche noch einen Trike zur Aufklärung. Und dann habe ich es auch schon geschafft mit der Mission, denke ich mal, ja. So, machen die das kaputt da. Das ist meine Verteidigung. Brauche ich gleich noch den Trike. Ja, die Spielgeschwindigkeit kann eigentlich noch ein bisschen hoch. So, abspeichern auf jeden Fall. Spiel gespeichert. Ja. Weil bevor es wieder abschmiert. So. Alles klar. Der Trike ist fertig. Das ist schon mal sehr gut. So, da musste ich aber einmal ganz kurz schauen. Wegen der Aufnahme, aber die passt. Sehr gut. Es könnte sein, dass ihr jetzt gerade den Launcher gesehen habt von dem Tune, aber... Hä? Wieso ist hier...
Ach, wir sind im Norden des Planeten, ne? Ja, das macht Sinn, dass da Eis ist. Aber auf dem süßen Planeten eigentlich eher nicht, oder? Oh, was? Ach, das sind nur ein paar Manneken, okay. Das schafft ihr schon, oder? Ja, Sir. Jawohl, Sir. Die Sounds von dem Film finde ich auch so geil. Geil, ja. Ja, die sind ziemlich stark, die Frame, wie gesagt. So, dann geht mal hier runter, bitte. Ihr könnt jetzt endlich mal diesen Sammler da platt machen. Der steht schon so lange da rum. Ja. Ja, der Wurm ist da. In der Ecke hat er sich verkrochen, okay. Ja, dann. Pff. Keine Ahnung, fahr wieder zurück. Ah, je. So, dann mach ich endlich mal den Sammler da platt. Haben wir es dann schon? Das wäre mega. Wenn wir es dann schon hätten. Speicher das nochmal. So. Okay. Und batsch. Ach, tatsächlich. Oh Mann, okay, das war's schon. Ein Part wieder, ja geil. Ziemlich genau eine halbe Stunde. So, wir sind jetzt Dünenkämpfer. Wir sind wieder aufgestiegen. Geil. Okay, Gewürzpunkte, Gebäudepunkte, ja. Cool. Alle Kräfte gingen gegen die Harkonnen vor. Alle Kräfte gehen. Oh, ja, die Harkonnen, die machen hier gerade. Die machen gerade extreme Fortschritte, muss ich sagen. Und wir sind schon fast bei der Hälfte. Das ist auch schon heftig. Die Orders haben nur noch 6 Bereiche und die Harkonnen, die haben schon 10 Bereiche. Das finde ich schon heftig, ja. Allerdings, Freunde, wie wir jetzt gegen die Harkonnen vorgehen, das blutrünstige Haus, würde ich sagen, sehen wir erst beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich schneide das jetzt gleich erstmal und mache dann jetzt erstmal Schluss und lade das dann morgen hoch, glaube ich. Ja, morgen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Und, oder auch einen Kommentar, sehr gerne. Und, jo, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.